Weißt du, die Elvisse verschwinden sofort, wenn sie auch nur... Was muss ich da mit dem machen? Ich muss einsteigen. Muss ich da einsteigen? Hm. Okay. Ach, Crush? Okay. Das heißt, sie haben jetzt den Taxifahrer getötet und müssen jetzt das Taxi zerstören gehen. Okay. Ich frage mich, was wohl Interessantes aus Taxen rauskommt. Einfach nur Geld oder vielleicht irgendwelche tolle Sachen, Waffen. Jetzt muss ich gehen. Entschuldigung. Aber ist es doch gar nicht spät, es ist doch sogar noch sehr früh am Abend. Die ganzen Leute wollen bei mir mitfahren, ich will aber niemanden mitnehmen. Obwohl, das wäre natürlich witzig, ne? Wenn wir jetzt einen mitnehmen würden und der dann in der... Oh, das ist eine Bank. Hat er da Taxi gerufen? Nee, schade. Wenn wir jetzt einen in die Schrottpresse stecken würden, das würde mir gefallen. Oh, jetzt habe ich gerade reflexartig die Hand an die Maus gelegt. Nee, die Leute haben alle viel zu viel Angst vor uns. Ist das hier... Habe ich das hier schon mal durchsucht? Ich glaube schon. Enjoy the Crusher Magic! Wo sind denn hier die Fließbänder? Fließbänder. Da sind sie. Get to the next taxi. So, mehr Chaos. Okay, ich möchte nur gerade warten, was hier aus dem Taxi rauskommt und ruckel damit vor mich hin. Und was ist das? Doppelter Schaden? Double Damage! Oh yeah! I'm so excited! Naja, vielleicht aber auch nicht. Okay, nächstes Taxi. Nächstes... Ja, ich weiß auch nicht genau. Nein, 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 nein. Nicht direkt hinter der Bullenkarre. Nein. Nein, den klauen wir nicht. Oh, ein Taxi. Tja, schade, dass wir spezielle Taxen nehmen müssen und nicht irgendeins. Sonst wären wir jetzt nämlich direkt bei der Schrottkasse gewesen. Naja, fahren wir mit dem Taxi zum Taxi. Warum auch nicht? Da ist es irgendwo hier. Da ist es. So, Polizisten, geht bitte weg. Dankeschön. This is fun. Naja, auf jeden Fall waren es plötzlich zwei von denen und die hatten Pistolen dabei. Ob mich dann demnächst wohl, also uns demnächst dann eine Armee von Taxifahrern erwarten wird, die sich alle gegenseitig helfen. So. Ich guck mal eben, ich habe hier gerade aus dem Augenwinkel was Tolles gesehen. Oder eher nicht so. So. Und ein weiteres Taxi muss geholt werden. Wie viele das wohl werden? Drei? Aller guten Dinge sind drei und so, oder was? Killerwagen. Dann wissen wir ja, was wir machen, wenn wir den Job hier erledigt haben, nicht wahr? So. La, 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 la. Komische Musik, auf der hoffentlich kein GEMA drauf ist. La 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 la. Sackgasse, verdammt. So. Fahr jetzt, blöder LKW. So, natürlich müssen wir auf die andere Seite vom Wasser. Das große Wasser. Kennt ihr das von in einem Land vor unserer Zeit? Also die ersten, also vor allem den ersten Film fand ich ja noch gut. Aber das andere, der Rest waren ja dann doch eher wieder so billige... Entschuldigung. Irgendwie immer, wenn ich erzähle, muss ich gähnen. Ganz doof. Das ist auch beim Vorlesen doof, wenn ich irgendwem irgendwas vorlese. Und ich dann ständig gähnen muss. So.
Ja, wie auch immer, also da sind auch mehrere drin. Vier Mann sogar. Fünf Mann sogar. Komm jetzt, stirb! Gut. Ja, mein Fahndungslevel. Naja, wenigstens müssen wir jetzt nicht mehr darauf achten, dass wir Passanten umfahren. Oder eher, dass wir keine umfahren. Ihr versteht schon, was ich meine. Ja. Es ist aber leider bei sehr vielen Filmen so, dass es so viele schlechte zweite und dritte und vierte Teile gibt. Oh, wir sind zum Glück das Fahndungslevel los. Das ist echt, wenn man so einen Hit gehabt hat und dann versucht, noch Geld aus der Idee rauszuquetschen und dann völlig ohne Motivation und lieblos irgendwas rausrotzt. Das ist so erbärmlich. Und eigentlich auch frustrierend. Das, ja, macht die Leute... Jetzt lag mir gerade eben das Fachwort auf der Zunge und... ja, keine Ahnung. Es motiviert die Leute nicht unbedingt, Filme gucken zu gehen im Kino oder... in der Videothek sich einen Film auszuleihen oder sowas. Wie viel bitte? Egal. Follow the downtown marker to the downtown district, also the pink marker. Das machen wir doch. Zweite Aufnahmesession. Und in die nächste Stadt. I am so very excited. This is so awesome, so you know, and ja, ihr müsst unbedingt, wenn ihr es noch nicht kennt, die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, mache ich jetzt mal ganz offen und so Werbung. Känguru-Chroniken ist der erste Teil und dann der zweite Teil, das Känguru-Manifest, und ist jetzt gerade rausgekommen, der dritte Teil, die Känguru-Offenbarung, müsst ihr unbedingt am besten die Hörbücher nehmen, wie er das vorliest, das ist so göttlich. So genial, es ist ein kommunistisches Känguru und ein anarchistischer Kleingärtner, die, naja, zusammenleben. So, und jetzt gehen wir in die nächste Stadt. Hallo, Aufnahme? Aufnahme abgestürzt. Okay, dann, habe ich jetzt F9 gedrückt und es funktioniert wieder. So, play next area. Get ready. Und Aufnahme wieder abgestürzt. So, was ist hier los? Leute, die sich gegenseitig töten. Schrotflinte. So. Welcome to the residential district. Also zum Residenten, keine Ahnung. So, die Rednecks, die SAS Scientists und die Zaibatsu Corporation. Er wünscht uns viel Glück. Wir haben keine Waffen. Hier kann man safen, wenn ich mich recht entsinne. Damnation! Gut. Ja, da oben ist ein Zusatzleben. Wir haben wieder 5 Leben. Das freut mich sehr, muss ich sagen. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Da ist ein Token. Irgendwie müssen wir auf dieses Haus raufkommen. Da will ich unbedingt hin. Geht das? Nee, die Feuerleiter. Feuerleiter geht nicht. Da ist der Weg, den wir weiter folgen müssen. Ach ja, wie ihr seht, wir haben kein Geld mehr, wir hatten keine Waffen mehr, wir mussten uns die Waffen neu aufsammeln und alles. Und es ist quasi ein neuer Start in einer neuen Stadt. Schwieriger, stärker, besser. Wie auch immer. Mit 3 Millionen geht's dann weiter in die nächste Stadt. Mal sehen, ob wir das auch noch erreichen werden in diesem Let's Play. Ich bin ja skeptisch. Eher skeptisch, muss ich sagen. So, kann ich hier... Muss ich da springen? Geht das? Ich weiß nicht. Ich glaube schon.
Anlauf und... Wow, das hat ja tatsächlich funktioniert. Ich bin beeindruckt. Es hat tatsächlich auf Anhieb geklappt. Wow. Ich bin gerade sprachlos. Ja, das gehört dazu. Halbes Leben verloren. Wir haben 6 Leben, Freunde. Ist das nicht schön? Und nun? Kommen wir da Leben drunter? Bitte ja. Bitte, bitte, bitte lass das jetzt unkommentiert, ja? Ich möchte jetzt am liebsten die Aufnahme abbrechen und mich in eine Ecke setzen und schämen gehen. Alter. Weißt du, Leben gekriegt und dann da runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Darüber kann man ja nicht mal mehr lachen. Das ist einfach nur traurig. Das ist... ich mag nicht mehr. Scheiße. Naja, wie gewonnen, so zerronnen. Wenigstens nicht gestorben, ohne ein Zusatzleben gekriegt zu haben. Wie hätte ich denn da runterkommen sollen? Ich meine, wir mussten doch springen. Gab doch gar keine andere Möglichkeit, von dem Haus runterzukommen. Oder? Ja, vielleicht von der Schräge. Ach nö, komm. Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ich bin schneller denn ihr. Nicht, verdammt. Ich habe euch abgehängt. Oh, ich nicht, verdammt. Wo bin ich hier? In einer Sackgasse. Das ist jetzt so. Kommen die hier rein? Kleines Auto. Kleinerer Widerstand im Start. Ein Schmidt! So, jetzt haben wir sie hier irgendwo hochlaufen. Ja, ja, dann möchte ich das hier oben gerne erkunden. ERV en route. Ich mag es ja, die Welten zu erkunden und dabei Raketenwerfer aufzusammeln. Ach ja. Und Molotow-Cocktails. Ich reg mich da jetzt gerade immer noch drüber auf. Das, da könnte man die Köppe über der Hand zusammenschlagen, echt. Wir hatten 6 Leben, hatten wir. Ja, egal. Endet das Let's Play halt 5 Minuten eher als sonst, weil ich 5 Minuten weniger lebe. Maschinengewehr. Noch ein Krankenhaus. So, dann gehen wir mal los. Missionen machen. Und zwar... sind hier. Ich glaube, in dieser Stadt kenne ich mich sogar ein bisschen besser aus als in der ersten. Ja, das sind die mit den witzigen Pickups. So. So, schauen wir mal, was die, ach, wie heißen die denn noch? Menschen hier halt für uns zu bieten haben. Rednecks. Ein Blowjob. Aha, Billy Bob Bean. Aha, er hat also ein Pickup mit einer Bombe versehen und wir sollen ihn jetzt auf den Zaun gehen. Ja, warum nicht? Ich mag explosive Sachen. Ich bleib daneben immer so gerne stehen, während der Timer von 3 auf 0 runterzählt. Da ist der besagte Pickup. Hinein. So, das ist Bowling. Aha, aha. Fat Boy Jim, also. Gut, wir müssen einen Bowler töten gehen. Also damit meine ich nicht den Hut, sondern jemanden, der Bowling spielt. Leute, ich fahre auf der Straße, warum kriegt ihr da jetzt Herzklappern? Arm the Explosives.
raus und weg.